Hallo zusammen, heute noch mal kurz aus dem Auto. Wir stellen gerade einen Negativrekord nach dem anderen auf. Es ist jetzt 9 und ich habe gerade Merle abgeliefert. Ja, wir haben heute Morgen verschlafen. Also mein Mann nicht, der ist aufgestanden, hat sich dann halt gewundert, warum wir nicht runterkommen, aber hat nichts gesagt. Ja, und wir sind halt Merle und ich beide noch mal eingepennt und haben dann bis 20 nach 7 geschlafen. Dann muss man ja noch frühstücken und dann gibt es die schöne Diskussion, wie man sich denn anziehen möchte, ob man sich denn anziehen möchte. Ja. Ja, wir haben es auf jeden Fall irgendwann dann geschafft. Wir sind jetzt auch hier. Wir haben es abgegeben. Ich habe meine Handschuhe an. Ja, da ist ein kleines Loch, aber das stört mich nicht. Ich überlege aber, ob ich den rechten nochmal in die Waschmaschine und in den Trockner schmeiße, weil er ist halt echt ein bisschen zu groß. Der passt, der linke, aber der rechte ist halt, weil er halt so derb und viel dicker ist. Ist er halt ein bisschen zu groß. Mal schauen. Das nervt mich halt beim Tragen. Und was mir hier halt auch auffällt, ist, dass sich diese festere Abkettkante einrollt, weil sie dicker ist und die hier nicht. Und beim Fahren, wenn man das genau ans Lenkrad hält, nervt das halt, wenn das so umgeklappt ist. Das ist dann schöner so. Also wenn ich das Lenkrad dann anfasse, fasse ich dann praktisch nicht einfach so dran, sondern ich mache dann so, damit das richtig ist. Ja. Ja, das wusste ich ja eigentlich vorher schon. Ich habe ja die Anleitung mir angeguckt und da stand ja dann einfach normal abketten. Da weiß man ja, dass es sich rollt. Hätte ich ja von vornherein was anders machen können, ne? Aber ich wollte die Duke City Mits nach dem Original arbeiten. Und vielleicht wäre es halt auch nicht so schlimm, wenn man ne, den dünneren Faden genommen hätte. Aber ja. Ich lasse mir da vielleicht noch was einfallen. Vielleicht nähe ich es auch nochmal irgendwie fest, dass es halt sich nicht mehr so stark einrollt, weil ich merke es halt bei jedem Handgriff. Merkt es, guckt. Ich mache einmal kurz so. Und hier ist es halt wirklich wieder komplett eingerollt. Und hier steht es halt nur so ein bisschen so runter. Aber es rollt sich halt nicht ein. Und das nervt mich. Ich habe gestern nur Fäden vernäht. Ja. Also bei der Mütze. Und mehr das Handschuhen, die sie natürlich nicht anziehen will. Ich würde am Wochenende gerne Fotos davon machen, mal gucken, ob sie sich davon überzeugen lässt, das wenigstens kurz mal zu machen. Ja, und ich habe mir zwei Projekte schon mal rausgesucht, die ich jetzt demnächst dann auch starten will. Das ist ein Pulli für mich, so ein Cropped Pulli aus Bulky Garn. Da nehme ich ja diese Snowstorm von Hobby, das ist eine ganz dicke. Da bin ich auch ruckzuck mit fertig, also da denke ich mal, da werde ich keine Woche für brauchen. Und ich habe mir rausgesucht, also habe es auch von meiner Projektplanungsliste Q auf die Projektseite sozusagen umgeswitcht, ein Projekt gestartet für eine Lace Leggings für Merle. Also das ist halt eine Leggings, die unten so ein bisschen Lace-Muster dran hat. Da habe ich mal von Mickey, also Knitting Mickey, Garn bekommen und das werde ich dafür verwenden. Da habe ich zwei Knäuel A365 Meter, glaube ich. Ich glaube, das ist ein ehemaliges Knitcrate Garn gewesen. Und die zeige ich euch jetzt einfach gleich mal alle drei Sachen. Also die beiden und dann die Sockenwolle für den Pulli, für den Pulli, für die Socken für meinen Bruder zu Weihnachten. Das soll ein paar Colorwork-Socken werden, aber nur Colorwork oben am Schaft. Ich habe ausgemessen, wie viel Zentimeter er Umfang am Bein hat und wie viel aber auch über den Spann. Das ist eine Differenz von 5 cm. Also oben hat er 34 und unten hat er 39. Und jetzt werde ich eine Maschenprobe stricken mit so, ja, mal gucken. Ich weiß nicht, was mein Mustersatz an Maschen waren. Ich glaube 12, also vielleicht mit 24 Maschen einmal hochstricken und dann aufschneiden und messen. Einfach nur um zu schauen, ob es dehnbar genug ist, um über seine Ferse zu kriegen. Wenn mache ich halt mehr Maschen, dann würde ich halt ein Bündchen stricken, Zunahmen machen, das Muster stricken, danach wieder Abnahmen machen und dann glatt rechts weiter stricken. Und der Fuß wird dann komplett einfarbig. Also das ist auch sowas, ist zwar Größe 43, 44, aber das ist relativ schnell gemacht. Das kann man ja auch abends beim Fernsehen machen. Ja, der Pulli, da gehe ich da auch von aus, dass ich den schnell fertig habe. Und die Hose ist, glaube ich, auch, das ist halt ein Kinderprojekt, ne? Ist auch nicht so ewig lang. Braucht zwar schon 110, 116, aber ich glaube, 4 Jahre ist die Größe, die ich da stricken muss. Oh, es tut mir leid. Ja. Also heute nehme ich euch mal nicht mal beim Essen oder sowas mit,
sondern zeige euch dann gleich meine Projektplanungen sozusagen. Und erzähle noch was zu den, das habe ich schon erzählt, ne? Dass ich die Mütze, die ich für meinen Mann gestrickt habe, dass ich noch so viel Garn über habe, dass ich da für mich und für Merle auch noch was draus machen möchte. Wir müssen die aber auch auseinanderhalten können. Das habe ich schon entschieden. Seine ist ja rein blau. Und bei mir kommt dann so drei Reihen oder sowas in grün als Anschlagskante dran. Und bei Merle in irgendeiner anderen Farbe, die ich noch dann eben gerade dann zur Hand habe. Vielleicht in pink oder in einem lila oder sowas. Mal schauen. Ja. Also, meine Mütze, kann ich ja nochmal dazu sagen, das ist ein Sockhead-Hat. Kann man halt auch umfalten, dann hat man es nicht slouchy. Das Garn, dieses Abteil sehe ich zottelig aus, ist von Stricklilies Bunte Wolle, die Fine Merino Socks 6-fach. Die liebe ich für Mützen einfach total. Sieht halt so schön weich ist. Jetzt habe ich genau die Fanny-Stelle. Ja, manchmal ist es ja so, wenn man die länger hat, dass man irgendwann sieht, wo der Faden halt rausguckt. Mittlerweile fand ich auch anders, dass man es wahrscheinlich nicht sehen würde. Ja. Also ich habe warme Ohren, warme Hände und fahre jetzt heim und dann zeige ich euch schnell noch die Projekte. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ihr müsst momentan ein bisschen mit unvorteilhaften Perspektiven vorlieb nehmen, weil, ja, fragt mich nicht, wo das Stativ ist. Hey, ich wollte euch eigentlich... Henry? Hey! Henry? Ich wollte eigentlich das Tablet holen, um euch zeigen zu können, dass ich anschlagen will. Ich kann ja schlecht gleichzeitig am Handy sein, damit auf und euch was darauf zeigen. Ne? Sonst nehme ich ja mit einer Kamera auf. Ich habe ja so eine Sony-Kamera mit ausklappbarem Bildschirm, damit ich auch sehen kann, was ich da mache. Allerdings ist das für so einen Vlog echt unpraktisch. Also das würde dann halt sehr viel Arbeit bedeuten an den Rechner und ja, das ist umständlich. Und so können wir uns das Ganze ein bisschen einfacher machen. Und die Qualität reicht, denke ich auch. Das ist jetzt auch die Innenkamera, die ist nicht so gut wie die Rückkamera, aber mein Gott, ihr müsst jetzt auch nicht jede meiner Poren in meinem Gesicht sehen. Ja, also das Tablet, das ist schon... Ich wollte gerade sagen, Asbach uralt. Es ist, glaube ich, von 2017, aber ihr wisst, was Technik bedeutet, wie schnell Technik alt wird. Ja. Ich zeige euch jetzt erstes mal die Wolle für die Socken für meinen Bruder. Die habe ich im Podcast in Dänemark schon mal gezeigt. Ja, ich glaube schon. Ist von Langjans, also hat mit Dänemark jetzt nicht wirklich was zu tun, aber er wollte Gedächtnissocken in den Urlaub haben. Ja, das sind die beiden Farben, die ich ausgesucht habe. Die Katzen sind hier gerade ein bisschen hyperaktiv. Die er ausgesucht hat, also die, das ist eigentlich die Flagge von Dänemark ausgesucht hat, ne? Rot und Weiß. Das ist eine Alpaka-Socks. Und ich habe Rundstricknadeln hier liegen, mit denen ich das stricken möchte. Mit der kleinen die Bündchen und unten dann den Rest glatt rechts und mit der großen das Colorwork-Muster. Jetzt ist nur die Sache, Colorwork, zwei Socken auf einer Nadel, das ist ein bisschen schwierig, ne? Ich habe jetzt schon gedacht, ich werde die Bündchen zusammenstricken, werde dann eine der Socken auf entweder auf dem Scooby-Doo-Band oder auf einer anderen Stricknadel parken und dann jeweils, also dann eben wechseln auf die größere Nadelstärke, das Colorwork stricken und dann weitermachen. Ich habe für mich festgestellt, Colorwork mit zwei Farben finde ich super entspannt, macht richtig Spaß. Mit drei Farben finde ich es total anstrengend. Also das ist so eine Erkenntnis für mich, dass ich mehr als zwei Farben einfach nicht nehmen möchte. Und deshalb bin ich da ganz froh drum, dass das jetzt auch nur zwei Farben sind, die in diese Socken reinfließen werden. Und da muss ich mich jetzt eben mal bei Ravelry einloggen. So. Damit ich euch das Muster zeigen kann. Ich habe das nämlich schon als im Projekt habe ich das Muster praktisch mit drin. Also das könnt ihr, wenn ihr wollt, einfach euch mopsen und auch entsprechend stricken, wie ihr lustig seid. Das ist nicht, wird keine
Anleitung in dem Sinne. Vielleicht setze ich es eben als so kleines Muster rein. Oder ja, eben mache eine Anleitung, die dann aber kostenlos ist. Das habe ich aber noch nicht fertig durchdacht. Also ich werde die jetzt erstmal stricken und schaue dann, wie das Ergebnis aussieht. Und dann schauen wir weiter. Diese Socken wollen natürlich butterweich durch diesen Alpaka-Anteil. 70% Alpaka, 30% Polyamid. Ich glaube, das brauchen wir dann ein bisschen mehr Kunststoff, damit das insgesamt noch die Stabilität hat, die es braucht. Und jetzt gucken wir mal eben in meinem Notizbuch und in meinen Projekten auf Reverie. Dann zeige ich euch das nämlich gleich mal in die Kamera. Ja, sind alle da, die ich brauche. Das ist gut. Müssten auch alle verlinkt sein, alle Anleitungen. Ja, eben bei dem brauchen wir das jetzt nicht. Das Muster sieht verkehrt rum aus, na klar. Also ich spiegel für euch das Video, ja, aber es ist von oben nach unten verkehrt rum. Weil ich die ja von oben runter, also vom Bündchen aus stricke. Das heißt, wenn ich sie dann fertig habe, sind die dann, ja, praktisch, die Wellen zeigen nach oben und die Dänemark, muss ich das ganz schnell machen, die Dänemark Flagge ist auch richtig rum. Also das ist das Kreuz ja auf der linken Seite und nicht, wie man das jetzt von hier aus sieht, eben auf der rechten. Da sind relativ lange Reihen mit nur einer Farbe bei. Da werde ich mal schauen. Ich mache ein Probestück. Und ich denke, da werde ich mal die Hälfte mit Leatherback-Jacquard probieren und die andere Hälfte einfach mit verweben, wie ich das klassischerweise mache. Und dann schaue ich mir mal an, wie es mir besser gefällt. Und dann werde ich die Maschenprobe ausmessen und gucken, dass es passt. Das hatte ich, glaube ich, eben im Auto auch schon erzählt. Ja. Und dann kann ich euch das nächste Projekt zeigen, was in Planung ist. Also das ist ja, das Colorwork wird halt, das sind ja nur ein paar Reihen, das wird halt ein paar Minuten länger dauern. Und danach ist es ja wirklich nur noch glatt rechts, Sichelferse, weiter glatt rechts am Fuß und dann die Spitze. Das ist halt wirklich was, was man nebenbei mal irgendwie stricken kann, wo ich mich nicht so konzentrieren muss. Also auch wenn Merle zu Hause ist, geht das. Da geht natürlich sowas, wo man sich super duper drauf konzentrieren muss, gar nicht. Dann als nächstes zeige ich euch die Wolle für diese Lace Leggings. Brauche ich wahrscheinlich auch gleich das Projekt zeigen, weil ich die Anleitung tatsächlich schon ausgedruckt, ein bisschen zerknittert in der Tasche habe. Allerdings sieht man hier drauf nicht wahnsinnig viel. Es gibt die in den Größen von 3 Monaten, das ist die kleinste Größe, bis zu 8 Jahren. Ich werde 4 Jahre stricken. Mel ist 2,5, ist allerdings groß und ja. Trägt aktuell 4 Jahre, aber ich will das jetzt auch nicht für 6 Jahre stricken, weil das da reicht mir wahrscheinlich erstens das gar nicht und zweitens ja, ist mir wahrscheinlich von den Motten, ja, wir haben gerade, also wir haben keine Motten, wir hatten noch nie Motten, ich hatte ja nur mal solche komischen Käfer, aber wahrscheinlich ist es dann kaputt, bevor sie irgendwann die Möglichkeit hat, es zu tragen. Und nicht wundern, die Schriftgröße an meinem Tablet ist gerade riesig, weil meine Schwiegermutter am Wochenende, als sie hier zum Sofa da was lesen wollte und ihre Lesebrille nicht dabei hatte. Ja, das ist die Hose. Die hat halt unten so ein bisschen Lace und dann wird da oben eine Kordel eingezogen. Ein I-Cord nehme ich mal, also das werde ich mit dem Strickliesel-Dings strickschlieseln. Ich selber I-Cord-mäßig stundenlang stricken, habe ich keinen Bock drauf. I-Cord an einem Rand stört mich nicht, aber I-Cord-Schlauch finde ich irgendwie öde. Ja, und das ist das Garn, was ich dazu habe. Ist halt ein bisschen meliert, das wird nicht ganz so deutlich rauskommen, das Lace-Muster wie im Original. Und das ist Odinols Binded Quilt, ja. 80% Merino und 20% Tencel und hat 320 Meter auf 100 Gramm sogar nur, ja. Aber ist auf jeden Fall genug für die Größe, die ich brauche. Das hatte ich irgendwann mal nachgeguckt. Die Anleitung hatte ich mir schon gekauft. Die ist bei Ravelry drin, man kauft die aber dann auf der Knitting for Olive Plattform, glaube ich, Website, muss ich mal gerade schauen. Ja, genau, bei Knitting for Olive kauft man die in Kronen. Das ist schwedisches Design. Ne, dänisch. Noch besser. Passt ja dann zu dem anderen Thema, schaffen. Ja, also dänisch. Bin ich auch gespannt drauf und die Wolle, die habe ich halt irgendwann mal bekommen und habe ich auch gleich gedacht, das wird irgendwas für Merle, weil es halt einfach eine kleinere Menge ist. Ja, und dann zeige ich euch noch das dritte Projekt.
was ich denn vorhabe. Gut, da habe ich. Ich nehme mal einen Knäuel raus. Die ganze Tasche ist voll. Das ist also, sind 10 Stück plus nochmal 4, also 14 Knäuel habe ich. Die sollten ausreichen für das, was ich vorhabe. Ich werde das Teil auch genauso stricken, wie das in der Anleitung angedacht ist. Eine Cropped-Variante, einfach weil ich Kleider liebe und ich hätte jetzt gerne was, was ich drüber ziehen kann. Also jetzt gerade, ich habe kein BH an, es tut mir leid, aber jetzt gerade habe ich halt einen Pulli an. Der geht halt auf die Hüfte und da dann auch noch Streifen, das trägt ja nochmal auf. Aber das ist für meinen Körper nicht so sonderlich gut, nicht so sonderlich vorteilhaft. Ignoriert jetzt mal die Streifen weg. Für mich ist es halt tatsächlich besser, Oberteile zu haben, die in der Taille enden. Also hier ist die Taille, aber ja, also die maximal halt hier so ungefähr enden. Das ist für meine Körperform vorteilhafter, als wenn, ja, ihr seht es, wenn ich das so mache oder wenn ich es so mache. Dann das, ja, das trägt halt genau hier auf, wo es nicht auftragen sollte. Also für mich sind so kürzere eigentlich besser. Einfach weil ich ja viel Bauch habe. In der Schwangerschaft habe ich viel zugenommen an Wasser und dadurch hängt die Haut halt am Bauch auch echt. Und dementsprechend sollte ich halt einfach das betonen, was bei mir schick ist. Und das ist halt die Taille. Ja, und der Pulli, der sieht im Original so aus. Ich habe jetzt natürlich eine ganz andere Farbe, aber das ist ja im Grunde genommen auch egal. Oh. Bei ihr finde ich erstens cool, dass das ein Modell ist. Also es ist, glaube ich, die Designerin selber, die halt nicht die 0815 Magazinfigur hat, also nicht eine Größe 36, 38 oder sowas trägt, sondern halt wirklich eine Kleidergröße. Ich habe keine Ahnung, es müsste irgendwo stehen. Ich schätze mal eine Größe 50, 52 wird sie wohl tragen. Und es ist eine Size-Inclusive-Anleitung, also von ganz klein bis ganz groß alles dabei, bis 60 Inch. Umfang, unsere Kleidergrößen kann man ja, also eine 42 entspricht ja ungefähr 42 Inch Brustumfang und das ist halt bis 60 Inch hoch skaliert worden und auch nicht einfach nur skaliert, also im Sinne von es wird breiter und es wird gleichzeitig länger, was halt die Industrie so macht, sondern da hat sich wohl jemand richtig Gedanken gemacht. Also ich habe die Projekte mir durchgelesen und da haben echt viele Leute geschrieben, die Anleitung ist super durchdacht. Und zum einen stricke ich sie, weil sie mir halt einfach ins Auge gestochen ist und super gut gefällt. Vor allem dieses Bündchenmuster unten, was ja, ja eben so V-förmig oder bergförmig nach außen geht. Also da ist es halt fängt es an und dann geht es halt in beide Richtungen. Finde ich total schick. Und zum anderen ist das halt auch was, ich möchte ja auch Klamotten entwerfen. Da muss man sich auch ein bisschen weiterbilden und rausfinden, was für Methoden es so gibt. Das heißt jetzt nicht, dass ich diese Anleitung nehme und eins zu eins kopiere, sondern einfach, ja, dass man beim Stricken halt Verständnis dafür entwickelt, was warum gemacht wird, an welchen Stellen und dass man halt für sich selber herausfindet, was wann geeignet ist. Und dann würde ich halt was ganz anderes entwerfen und dann habe ich aber vielleicht eine Sache, die gemacht hat oder irgendjemand anderes mal irgendwann gemacht hat, die ich ausprobieren möchte, wie die dann bei meinem funktioniert. Ja, das ist mein Garn. Das ist ein Single-Garn. Snowstorm von Hobby, 100% Wolle und es ist nicht kuschelweich, also es ist nicht so wie eine Fine Merino Socks oder sowas, es ist halt schon fester, aber ich denke, mit ausreichend großen Nadeln wird das sehr angenehm sein und vor allem dadurch, dass es 100% Wolle ist, sollte es kein Problem sein und es steht jetzt auch nichts von Superwash drauf, ich habe zumindest das nicht gelesen. Also sollte das dann auch ein bisschen wasserabweisend sein und so. Also so gerade jetzt dann zu der jetzigen Zeit oder noch ein paar Wochen früher und nächstes Jahr dann in der im Frühjahr, wenn es halt wärmer wird, dass man halt noch nicht ganz auf eine Jacke verzichten möchte, aber doch so ein bisschen. Tut mir leid, die Uhr geht wieder los. Dafür ist das, denke ich, ganz gut geeignet und da freue ich mich auch schon drauf. Ich dachte früher immer, die Farbe kann ich nicht tragen, aber das geht. Also ich habe ja schon ein paar Mal im Podcast gesagt, dass ich eigentlich so ein Mensch bin, der fast alle Farben tragen kann. Was nicht funktioniert, ist bei mir orangener Lippenstift. Das sieht ganz, ganz, das sieht aus wie ein Clown. Das sieht ganz albern aus. Liegt vielleicht einfach an meiner natürlichen Farbe von meinen Lippen oder so, dass das sich einfach beißt. Ja, jetzt sieht es aus, als wäre ich ganz blau, grau, grün im Gesicht. Das sieht ja gruselig aus. Ja, das ist das Licht. Sorry, dass ich an euch vorbeigeguckt habe und mich angeschaut habe. Das sollte man nicht tun, weil ja, dann erschreckt man sich halt manchmal, wenn halt die Farben irgendwie nicht stimmen. Ja, also, das ist Projekt Nummer 3. Und das sind halt alles Projekte, die relativ zügig gehen werden. Deswegen mache ich mir jetzt keine Gedanken. Ich hätte gerne die
Socken bis Weihnachten auf jeden Fall fertig. Diese möchte ich an Weihnachten übergeben. Die Hose für Merle hatte ich eigentlich erst überlegt, an Weihnachten anzuziehen, aber wir haben ja hier bei ihr diese Weihnachtsjacke gestrickt. Das würde sich natürlich beißen. Aber das würde ich auch gerne noch dieses Jahr schaffen. Vielleicht auch zwischen den Jahren, mal schauen. Und den Pulli, da muss ich halt einfach mal anstricken und schauen, wie es wird. Also Maschenprobe machen und dann eben gucken. Aber der soll, also was man da so liest, soll der halt auch ganz, ganz schnell runtergerockt sein, weil das halt mit dem dicken Garn super schnell geht. Also da kommt man dann auch in einer Woche durch. Also ich denke, diese drei Projekte werden dieses Jahr noch fertig werden und ich habe noch das Geheimprojekt, wo ich mich dann heute Abend dran setzen werde. Wollte ich gestern schon machen, hat sich nicht ergeben, macht nichts. Ich schneide jetzt das für euch, ist wieder ein langes Video und wir sehen uns direkt schon morgen wieder. Mal gucken, ob ich dann irgendwas zu zeigen habe. Wenn ich an dem Geheimprojekt stricke, habe ich leider nicht so viel zu zeigen, aber ihr seht es ja dann, ne? Bis morgen.